Niederthei im Tiroler Ötztal. Eine Gruppe von Gästen macht sich gemeinsam mit Nature Watch Guide Andrea Holzknecht auf eine Wanderung in die Natur. Für jeden Gast gibt es bei dieser Wanderung ein Präzisionsfernglas von Swarovski Optik. Damit gibt es neue, ungeahnte Einblicke in die Natur. Ich mache Naturführungen nur einfach deswegen gern, in den Leuten zu zeigen, einmal tiefer zu schauen und nicht gleich, dass es einen Hirsch und ein Rech gibt. Einfach die Knurmviecher einmal am Frost sehen, wie wir heute gesehen haben. Oder einmal den Sturhund schauen. Oder einfach einmal einen Käfer und einen Heuschreck in den Laubbeichen tun und den Panzer einmal genauer anschauen. Finde ich einfach interessant. Wasser ist in Niederthei ein bestimmendes Element. Hier befindet sich Tirols längster Wasserfall, der Stuibenfall. Auf mehreren Aussichtsplattformen kann die Urkraft des Wassers ganz nah erlebt werden. Das Wasser stürzt hier rund 150 Meter in die Tiefe. Peter Falkner ist ebenfalls Nature Watch Guide. Der Hotelier hat sein Hobby zum Beruf gemacht und vermittelt sein Wissen mit Begeisterung den Gästen. Meine Begeisterung, meine Liebe ist die Natur. Unsere Hobbys in der Familie beschäftigen sich einfach hauptsächlich mit der Natur. Einmal das Bergsteigen, das Jagen, das Fischen. Und wir versuchen halt unsere Begeisterung mit den Gästen zu teilen und auch bei den Gästen zu wecken. Spielerisch wird im Wald Wissen um Pflanzen und Tiere vermittelt. Über blühende Wiesen geht es nach gut 2 Stunden Wanderung wieder zurück zum Ausgangspunkt, zum Hotel Falknerhof. Peter Falkner bietet Nature Watch Wanderungen für alle Könnerstufen an, von der Waldwanderung bis hinauf zu den höchsten Gipfeln des Ötztals.